Das war ja gar nicht so ohne. In Folge 1 von Ghostbusters, hier sind wir in der nächsten. Willkommen zurück. Egan guckt sich schon ganz nervös um. Jetzt geht's nämlich um den Endboss hier im Eishaus. Und ich weiß auch noch, welcher. Aber ich kann mich immer besser an den Endboss erinnern. Ach, hier gibt's nochmal was. Ja, okay, kann man machen. Als an die Zwischenbosse. Interessanterweise. Schieß nochmal hier den Weg frei. Und ich würde sagen, solange wie es hält, stelle ich mir den Schutzschild ein. Boah. Okay. Ein Schneemann, ja. Oh, der sieht nicht ganz so freundlich aus. Denkt ihr Menschen, ihr könnt mich herausfordern? Kennt ihr nicht meine Kraft? Los geht's, ihr kleinen Runs, weiß ich nicht. Kants wüsste ich, aber Runs weiß ich nicht. Skewer weiß ich auch nicht. Skewer you in the bargain. Keine Ahnung, kenne ich beides nicht, die Worte. Naja, auf jeden Fall, der ist ordentlich. Da kann ich mich auch noch entsinnen. Der schickt mir hier gut was entgegen. Ah. Nämlich seine Kinder. Nichts Geringeres. Ich würde gerne mal hier raus aus der Ecke. Hallo. Das war immer der Mist da dran. Ja, toll. Vor allen Dingen, warum hat er zwei Münder? Ist mir langsam ein bisschen zu viel hier. Ein bisschen verfärbt er sich schon. Ich komme hier gar nicht raus. Ich habe überhaupt nicht Zeit, hier mal ein bisschen den Ort zu wechseln. So. Jetzt wird da gelb wie vollgepisster Schnee. Hey! Das ist doch nicht witzig. Jetzt reicht's mir. Jetzt wird er mich in einer anderen Ecke einquetschen. Das ist so eine Sache, die hasse ich echt an früheren Spielen. Der hat so ein komisches Muster, der ist unberechenbar. Der fliegt so komisch hin und her und du hast das Gefühl, er kann jeden Moment machen, was er will. Er kommt dir zu nah, er quetscht dich in der Ecke ein. Er reagiert nicht auf deine Schüsse, also es ist nicht so, dass er zu bestimmten Zeitpunkten abhaut, wenn du ihn irgendwie an einer bestimmten Stelle getroffen hast oder so und so oft getroffen hast. War es das schon? Nein. Tatsächlich. Einfacher als gedacht. Ich habe aber auch nicht mehr viel Leben. Victory! Und weiter geht's. 18th Streets Book. Okay, vorher war es die 15th, jetzt ist es die 18th. Ihr habt mich wirklich gerettet. Ich möchte, dass ihr das habt. Ich hab das für euch, oder was auch immer. The Ghostbusters are for real, das finde ich gut. Die Ghostbusters gibt's wirklich und ich bin dankbar. Heißt are for real wörtlich übersetzt einfach wirklich da sein oder ist das eine Redewendung? Weiß ich gar nicht. So, zwei Geister, 2000 und für den Boss nochmal 4000. Ja, sieht gut aus. Endlich, das zweite Steintafelstück befindet sich in unseren Händen. I'm going to stay glued. To glue ist ja kleben. Ich klebe an diesem Stück, keine Ahnung. Vielleicht heißt es sowas wie, ich passe drauf auf. Wenn wir die Botschaft des Tablets, also der Steintafel, entschlüsseln können, kann das Rätsel gelöst werden. Aber es wird unmöglich sein, wenn alle Teile der Steintafel ja nicht an ihrem Ort sind. Also wenn noch zwei fehlen, sozusagen. Das stimmt. Und der Tag des Erdbebens war der Tag, als die Geisterenergie sich in der Stadt konzentrierte. Das Energielevel steigt seitdem jeden Tag. Kein Wunder, dass die Geister aggressiver werden, sozusagen. So, wir gehen mal wieder in den Weapon Shop. So, was habe ich denn jetzt? 12.000, okay. Naja, vielleicht käme man doch auf die 35.000, aber dann kann man sich nichts anderes leisten. Weil es wäre schon geil, ne? Wenn ein das komplett schützt, dann kann man so richtig durch die Bosse fegen. Aber es wird auch viel Energie verbrauchen. Wir machen mal. Das kostet ja hier auch 10.000. Explosives. Mit der gigantischen Explosion. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Dreierschuss an. Oder hier noch so ein. Ich gönne mir noch so einen Energietank. Genau. Jetzt müsste ich doch mehr Energie haben. Ich habe Balken vorher nicht gezählt, aber wenn sie mich sowas kaufen lassen, es wird auch immer teurer.
Dann muss da ja was dran sein. Was war das eigentlich? Bubble. Ich mach mal den Dreierschuss. Alles, was das kann, ist in drei Richtungen gleichzeitig schießen. Naja, das kann ja manchmal schon helfen. Ich weiß nicht warum, aber das hat einen guten Ruf. Aber ich würde dir noch gern andere Sachen zeigen, wo ich denke, dass sie außergewöhnliche Arbeit leisten. Oder so ähnlich. Habe ich es richtig übersetzt gerade? Also, willst du das kaufen? Ja, ich will das kaufen. So, das reicht erstmal. Jetzt habe ich einen Extraschuss und ein Schild. Und vielleicht ein bisschen mehr Energie. Ja, ich gehe schon wieder. Action! Okay, das war das... ich kann gar nicht mehr zurück. Die sind ja jetzt abgekreuzt. Das Holzhaus. Da gibt es 6.000 Dollar für den Boss. Und wie viel Zwischenbosse? Ein Teil meines Hauses ist in Flammen aufgegangen. Meine Frau wurde ernsthaft verletzt und musste ins Krankenhaus. Abgesehen davon konnten die Flammen nicht mit Wasser gelöscht werden. Es gibt keinen Zweifel, es ist die Arbeit eines Geists. Ich bitte sie alle, mein Zuhause und meine Familie zu retten. So. Hab alles verstanden, keine Sorge, überlassen Sie es den Geisterjägern. Alles klar, Geisterjäger. Raus hier und, Dingens, ne, ihr wisst. Zwei Middle Ghosts, okay. Dem Geschäft nachgehen, so übersetze ich es immer. Go. Ach ja, Ich entsinne mich, hier kann man mal so eine... Ah ja, die Energieleiste wird größer, ich sehe es. Hier kann man mal so eine Brille benutzen, die wahrscheinlich auch Energie benutzt, verbraucht. Weiß ich gar nicht mehr. Oder war die einfach so irgendwann weg? Also die hat nicht ewig gehalten. Ah ja, genau, hier gab es diese fiesen Feuerigel. Geh mal hier runter. Gab's hier was? Nö. Krieg mich doch. Guck mal. Achso. Kann ich eigentlich auch... Ah, ich kann nicht zur Seite runterlenken. Das ist ja ganz schön blöd. Das heißt, ich komme da schon nicht mehr hin. Doch, von unten komme ich wieder hoch. Ah, vielleicht gehe ich erstmal ganz hoch. Nee, gehe ich nicht. Oh, das ist schlecht. Oh, bleibt ihr da? So. Ich habe keinen Fallschaden. Sowas gab es damals noch nicht. Wir hatten ja nichts. Na komm, kommt ihr neu? Wollt erstmal hier gucken. Ach, das war eine Riesenfreude. Da komme ich ja gar nicht weiter. Na gut. Hat sich das also auch erledigt? Dann gehen wir doch mal ganz hoch. Irgendwie, was ist denn mit der Brille los? Okay, man kann die offensichtlich da am Rand so lassen. Tust du mir was? Man sollte ihn nicht provozieren. Nein! Der blaue Feuerigel. Ich glaube, den konnte man nicht wegkriegen. Aber irgendwie muss man ihn ja wegkriegen. Also man konnte ihn nicht abschießen. Okay, da lässt die Brille nach. Wie schön. Scheiße, hätte ich mir mal welche gekauft, ne? Man sieht ja jetzt schon fast nichts mehr. Oh nein, die krachen doch bestimmt ab. Wie war denn das hier? Ach, Mist, was hilft's? Achso, ich kann die gar nicht neu auswählen. Oh, scheiße. Oh. Habe ich schon Energie verloren? Ja, natürlich. An dem blauen Viech. Oh. Okay, die kracht, glaube ich, nicht ab. Haha. Na komm, 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 komm. Oh, hier ist eine Tür. Hier kommt bestimmt so ein Ding ins Geist. Halt! Jetzt mache ich mal die Brille aus, falls die... Oh nein! Ach, die ist einfach ausgeschaltet jetzt. Na gut, aber beim Boss... Oh, ich glaube, der war fies. Der war richtig fies. Was müsste man denn da tun? Man kann den immer nur einmal kurz treffen. Naja, oder dreimal kurz, aber das war's dann auch schon. Jetzt gehe ich mal zu der Seite rüber. Dann erscheint er vor einem. Wie schön. Muss man auf gut Glück schießen. Anders geht's nicht. Ja, die waren schon krass, die Bosse damals. Aber schön aussehen tut er ja, ne? So ist ja nicht. Ich stehe das jetzt durch. So. Oh, das ist schlecht. Jetzt habe ich mich selber ins Eck manövriert. Das ist natürlich besonders toll. Kommt davon vor. Ei! Das war nicht witzig. Oh. Mann, ach komm. Was soll der Scheiß?
Nein, das war nix. Ah, die Farben, echt schick. Es war immer sehr unbefriedigend, dass man nur... dass man wirklich nur sehr wenig Schüsse ansetzen konnte. Geht mir zumindest so. Ach man, ist doch scheiße. Mann! Kackvieh! Furchtbar. Man muss mal so leicht auf eine Seite rübergehen, dass man ihn so provozieren kann, dass er von der anderen Seite kommt. Dass man ihn zumindest da erwartet. Ja, okay. Dann fahren wir tatsächlich. Vielleicht gar nicht so viel hin und her zänzeln, aber nur so. Ja. Ah, nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, das ist scheiße, wie eklig. Ah, nein, nein, nein. Was soll denn das? Jetzt komm halt da. Wiederhole mich nochmal, es hat irgendwie nicht so provozierbare Muster wie heutige Bosse. Also heutige Bosse haben entweder ihre festen Muster oder du kannst ablesen, wann sie ihr Muster warum ändern. Und es war alles so willkürlich damals. Du musst dir so deinen eigenen Reim drauf machen und da bin ich ja überhaupt kein Freund von. Oder du hast halt so ein Zufallsprinzip, dass du entweder blitzschnell reagieren musst. Na komm. Ja, oder eben nicht reagieren kannst, in die Ecke gedrängt wirst und so. Muss nicht sein. Bömmchen hätte ich auch mal wieder kaufen können. Und ich sag nochmal, zum Glück gibt es kein Zeitlimit. Da hätte ich mich ja sonst dran abgeplagt. Ja, scheiße. Ich kenne dieses Level überhaupt nicht mehr. Also mein Zeitlimit ist praktisch... Oh nein, wo kam ich denn her? Ich kam von hier. Mein Zeitlimit ist praktisch die Brille. Oh, scheiße. Komm, Slimer, komm nochmal. Ich brauch dich. Ha! Nicht so. Mann. Geht ja kaum. Oh Gott. So, der wurde ja zum Glück schon eingeführt. Ah, na klar. Habe ich gebraucht, ne? Die Bombe. Toll. Wieder ganz unten. Wie schön. Ich habe, glaube ich, schon eine Idee, was ich so mache. Sollte ich hier irgendwie rauskommen? Ach komm, das war unnötig. Ah, ich sehe schon, hier kommt der nächste Boss wahrscheinlich. Oder? Nee. Ach mein Gott, nochmal. Schieß einfach nur nach oben. Schieß bitte einfach nur nach oben. Puh. Junge, Junge. Wo bin ich denn hier? Ich glaube, ich bin gleich beim nächsten Boss. Oh Gott, was? Wie viel seid ihr? Verdammte Scheiße. Komm, mach hin, du gehst jetzt gleich wieder hoch hier. Ich weiß es. Kommt da was raus? Hallo? Scheiß hier. Zweimal, dreimal, so. Sind wir fertig? Ach komm. Unnötig. So, was gab's denn hier für einen Boss? Scheiße. Ach, der war fies. Kann ich auch gar nicht treffen, vor allen Dingen. Oh, der kann ganz schön flach. Na doch, ich kann nicht treffen. Man sollte nicht... Na doch, wenn er so ein bisschen hüpft, kann man es machen. Ansonsten muss man aber abwarten. Mal lieber nur einmal, wenn er angekommen ist. Jetzt macht er diesen flachen Hüpfer. Da habe ich auch nichts von. Faire Sache, muss ich zumindest mal anmerken, dass...
Oh Gott, wie flach kann man noch springen? Dass ich zumindest Licht habe, während der Boss kämpfe. Mr. Flammen. Mr. Flammen, Heini. Okay, das war ein Leben, wie schön. Das wäre dann jetzt auch mein letztes. Scheiße. Wenn das hier alles umsonst war, ne? Okay, ich mach nur einmal. Okay. Wo ist denn die Falle? Da. Ich darf ihn nicht zu weit aus dem Bildschirm rauslassen, sonst ist der echt weg. Das ist totale Kacke. So, okay. Das hätten wir. Jetzt habe ich zwei Probleme. Punkt 1, mein letztes Leben. Punkt 2, keine Brillen mehr. Und ich muss den ganzen Weg hier wieder rausmachen. Ist es denn zu glauben? Kommen die Viecher hier wieder raus? Ja, einmal, zweimal, dreimal. Ich glaube, wenn die drei raus sind, dann gehen die Dinger nicht mehr hoch. Und die anderen gehen immer hoch und runter. Und da, wenn du da jetzt einen langsamen Charakter hast, ne? Hast du Pech gehabt. Zum Glück war hier eine Tür. Oh. Ich frag mich, warum mir das alles passiert. Bitte beeilen Sie sich und bringen Sie Frieden zurück in mein Haus. Ich krieg schon mal... Ach ja, stimmt. Ich habe schon beide... Beide kleinen Geisterchens. Okay, beide Mittelgeister. Und, kauf mir auf jeden Fall hier ohne Ende diese Brillen. Zumindest 5 Stück oder so. Die sind ja nicht teuer. Achso, ich lese mal vor. Es kann benutzt werden, wenn du dich im Dunkeln umsehen musst. Ohne das wirst du ein Problem haben. So, das ist etwas, was du haben solltest. Du wirst es nicht bereuen, ja. Waren das jetzt 5, ich glaube. Also 5 sollte reichen. Und vielleicht auch mal wieder ein paar Bömpchen. Kostet ja wirklich nichts. So, das waren auch ungefähr 5. Raus hier und noch in den Weapon Shop. Kann ich mir schon was Neues leisten? Ich habe noch gar nicht meinen Dreierschuss ausprobiert, ne? Ah, der zwackt wahrscheinlich wie wahnsinnig Energie ab. Apropos Energie, ich könnte mir noch so einen Tank leisten. Oder... Na doch, ja. Ja. Dann vielleicht den. Erstmal so einen Tank. Und der nächste kostet 4000. Wie schön. Raus hier. So, Action Start. Wenn man allerdings den Anfang kennt, dann kann man hier viel Brille sparen. Ich lasse die mal hier raushüpfen. Seid ihr schon raus, Jungs? Ja, ich glaube schon. So, obwohl, das war doch anders. Ich musste hier runter, um da hochzukommen. Ne? Da hüpften sie auch schon wieder. Ich mache eine Brille an. 6 Stück habe ich. Wollen wir mal nicht geizig sein. Warum? Geh da runter. Dadurch, dass man die jetzt angeschossen hat, hat man natürlich den anderen getriggert. Boah. Aber süß sind sie ja schon. Also, Gegner sie sein, kann man sich gefallen lassen. Das war ja wohl mal unnötig. Gab's hier unten noch was? Die kann man doch nicht runter, oder? Oh! Naja, toll. Da ist noch ein Safe. Das war auch unnötig. Das ist so vieles unnötig. Ich glaube, ich habe schon viel von dem Gebäude durch, also... Insofern... hier gibt's noch mal Geld? Dann kann man ja doch farmen. Wow, geil. Du schuldest mir was. Naja, eigentlich hast du es mir schon zurückgegeben, aber... Egal. Der Satz passte gerade. War ich hier? Ich war hier unten nicht, oder? Scheiße, das ist doch nicht gut. Komme ich zu dem Safe? Okay. Toll. Hat gar nichts gebracht. Was ist hier noch? War da... Oh Gott. Na gut, ich will's wissen. Scheiße. Das ist bestimmt nicht sinnvoll. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Extra-Leben. Es gab sowas wie... Ihr Scheißviecher. Es gab sowas wie Extra-Leben? Das wusste ich ja gar nicht. Jetzt komme ich hier nicht raus. Super Sache. Oh Gott. Ob ich das jemals entdeckt habe? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Mann. Hier war doch irgendwo... Was?
Seid ihr witzig oder seid ihr witzig? Hier war doch irgendwo... Och nö. Da oben war noch der Safe. Also ehrlich, den Weg gehe ich nicht nochmal. Gehe ich hier wieder hoch. So. Ja, meine Lebensenergie sieht jetzt nicht so... Nicht so pralle aus für einen Boss, sage ich mal. Oh. Wo war denn dieser Safe? Da. Oder würde ich nochmal komplett runtergehen? Ich glaube, ich bin sowieso beim Boss. Ja, insofern wird jetzt die Brille ausgeschaltet und Schild an und probiere ich mich mal am Dreierschuss? Ich glaube schon. So, es werde Licht. Ach, der. Mit Glück bist du hier hingekommen, sozusagen. Hätte nie gedacht, dass du so weit kommst. Aber das ist dein Ende. Ich werde dich zu Chips, Crisp, irgendwas zerbrutzeln, kaputtbrutzeln. Ja, was hatte der nochmal drauf? Die Dinger konnte ich nicht erledigen. Oh. Nee, da brauche ich den Dreierschuss nicht. Da brauche ich den Dreierschuss, glaube ich, nicht. Ich habe ja... Geht der auch aus? Achso, ich muss wieder auf den normalen schalten. Ich habe ja früher alles ohne Dreierschuss oder ohne Extraschuss gemacht. Okay, wenn der Mund da unten ist, oh, dann ist nicht so leicht, aber... Obwohl, wenn er da oben ist, ist es auch nicht so leicht. Da muss man da stehen. Man muss ein bisschen Glück haben. Und auf der Höhe kann ich ihn nicht treffen. Ja, gut. Es dauert so seine Zeit, aber... Das war immer ein sehr befriedigender Moment, wenn man hier steht und direkt die Fresse treffen kann. Dann landet man ein paar Treffer hintereinander. Ah, ich glaube, den kriege ich hin. Einer der befriedigenderen Bosse, weil man hintereinander weg ein paar Treffer landet. Ja, tatsächlich. Und wenn man Glück hat, auch noch mehrfach. So. Zweite Phase, sage ich mal. Ne, das war nichts. Da drüben ist auch die kürzere Plattform, ne? Wenn man mal hinguckt. Wenn man mal vergleicht. Ob man da so gut stehen kann, weiß ich ja nicht. Okay, es gibt einen ganzen Schuss ins München. Aber egal. Ja, gib's mir. Zeig dein Maul. So. Und es fällt auf. Jetzt lass mich nicht lügen, aber wir hatten bisher... Die haben keine verschiedenen Bossphasen, ne? Die haben wirklich nur... Die machen eigentlich immer das Gleiche und man muss lange durchhalten. Ja. Ich fragte mich gerade... Ach nee, das ist ja schon der Endboss. Also hier muss ich keine Falle aufstellen. Denn ich könnte ja hier schlecht so einen kleinen Grünen fangen. Apropos Grün. Hübsches Grün gerade. Das ist ja der Endboss, wo ich die Steintafel bekomme. Und jetzt Finale. Nee, noch nicht. Ah, das geht ja auch so. Kann man aber auch nicht viele Treffer landen. Vielleicht zwei. Hält schon was aus, also um nicht zu sagen, schluckt ordentlich. Na komm. So, meine Energie ist dann auch durch, aber boah, die habe ich bisher eigentlich nicht so gebraucht. Also es hat ganz gut geklappt. Hä? Hat der nicht getroffen? Doch, der hat getroffen. Das war der letzte. Jetzt bröckelt's. Na komm. Oh, ich fang's direkt. Kling. Alles wieder aufgefüllt. Mein Leben hatte ich auch bekommen in dem Haus. Okay. 35. Straße war das diesmal. Aha. Vielen, vielen Dank. Hiermit möchte ich meine Anerkennung zeigen. Wahrscheinlich mit Kohle. Achso, ja, das Geld für die Kleinen hatte ich ja schon. 6.000 gab es nochmal drauf jetzt. Jetzt haben wir das dritte Teil des Steintabletts, der Steintafel.
eins mehr und wir haben das ganze Ding. Junge, 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 ich war so beschäftigt. Done in. Weiß ich nicht, ich fühle mich K.O. oder so. I feel done in. Immer diese Umgangssprache, die kriege ich nicht auf Anhieb hin. Nur einmal möchte ich Zeit für ein Date haben, ja. Ja, wer will nicht den nerdigen Wissenschaftler daten? So. Wovon redest du? Guck dir das an. So, der, wie hieß das Ding eigentlich? Das Gedöns da schlägt aus, ne? Seit wir die Steintafel haben, ist der Energielevel sehr hoch gegangen. Sehr in die Höhe gegangen. Glaubst du nicht, dass dass die Steintafel die Kraft hat, die wiederum die Kraft der Geister zu sammeln? Naja, wir müssen alle Teile der Steintafel zusammenbekommen. Ja, wissen wir ja nun schon. Aber nicht mehr heute. Jetzt können wir nochmal in den... Da sah es eigentlich auch gut aus, oder? Ich gehe erstmal in den Weaponshop, leiste ich mir noch was. Jetzt habe ich gerade die 10.000 überschritten. Jetzt könnte man sich nochmal klein... Das ist eigentlich immer eine gute Wahl, solange es ihn gibt, den Energy Tank. Vielleicht den und dann mal so ein Phaser-Dingens. Große Energiemasse. Das könnte ich mir auch für Bosse aufheben. Ich glaube, den leiste ich mir. Und noch so ein Energiedingens. Dann sind wir gut gerüstet. Haben zwar keine Kohle mehr. Können nochmal hier gucken, wie das immer ausverkauft ist, ne? So, Brillen brauche ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war der einzige Level, wo ich mal in der Dunkelheit umherwandere. Bomben habe ich gekauft und nicht benutzt. Insofern, ja. Dann geht's als nächstes in die Action. Und zwar zum Wolkenkratzer. Da werde ich gut zu tun haben. Und da weiß ich auch noch ganz genau, was der Endboss war. Insofern, das gucke ich mir beim nächsten Mal an. Wie schön. Und dann sehen wir uns wieder bei Ghostbusters. Bin schon ganz gespannt. Ich habe kein anderes Gebäude mehr zur Auswahl, aber ich bin mir sicher, dass da mindestens noch ein weiteres Level kommt. So ein bisschen könnte man es auch schon im Hintergrund erkennen. Da schaltet sich noch was frei. So viel kann ich verraten. Aber ich werde erstmal genug mit dem Wolkenkratzer zu tun haben in der nächsten Folge von Ghostbusters. Also bis dahin. Mach's gut. Tschüss.